Ein herzliches Willkommen zu meinem Vlog zu Chemnitz, der Großstadt in Sachsen, beziehungsweise soll ich eher sagen, der Kulturhauptstadt 2025 im deutschen Raum, wenn man es so nimmt. Hier haben wir aber schon mal die St. Petri-Kirche mit einer der schönsten Bauwerke der Stadt, welche sich auf dem Theaterplatz befindet. Ja, also Chemnitz wird Kulturhauptstadt 2025. Ob man das jetzt zurecht findet oder nicht, muss, denke ich, jeder selbst entscheiden. Hier haben wir auch noch weiterhin das Opernhaus auf dem Theaterplatz. Auch sehr schön. Wollte ich nochmal kurz festgehalten haben. Chemnitz hat ca. 250.000 Einwohner. Laut der Stadt selbst, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Und ist damit nicht nur die drittgrößte Stadt in Sachsen, sondern auch die drittgrößte Stadt der neuen Bundesländern. Direkt hinter Dresden und vor Halle an der Saale. Ja, hier sind wir dann auch endlich gleich mal beim Theaterplatz fertig und kommen zum Karl-Marx-Monument, auch mit so die bekannteste Sehenswürdigkeit mit in Chemnitz. Muss man ja einfach festhalten. Aber im größten Teil muss man nun mal sagen, dass es nicht allzu viel in Chemnitz gibt. Zumindest würde mir nicht so viel einfallen. Das, was sie aber haben, ist eigentlich echt schön. Muss man der Stadt schon lassen. Das alte Rathaus oder auch der Rote Turm sind schon ganz nett. Also das alte Rathaus ist nicht nur ganz nett, sondern das alte Rathaus ist echt schön. Ja. Chemnitz ist damit also eine der letzten Großstädte für mich in Mitteldeutschland gewesen, die ich überhaupt noch besuchen musste. Jetzt fehlt nur noch Jena. Auch das können wir irgendwann mal noch machen. Und ich denke, es war schon ganz cool auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr Chemnitz schon besucht habt. Ich schätze mal, der Großteil nicht, weil die Anbindungen nach Chemnitz auch nicht die besten sind. Gerade was Fernverkehr angeht, ist Chemnitz eher schlecht angebunden. Die haben irgendwie nur zwei Fernverkehrszüge am Tag und das ist für die Kulturhauptstadt 2025 dann doch eher schlecht. Also wenn man das jetzt mal darauf bezieht. Ansonsten standen ja noch zur Auswahl Magdeburg und Dresden, Nürnberg, Zittau, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall die drei Städte auch und ja, alle drei Städte, in denen ich jetzt auch schon war, wären, glaube ich, tatsächlich besser gewesen. Aber ich freue mich trotzdem für Chemnitz. Cool. Und ist ja auch in meiner Nähe gewesen. Deswegen sehr, sehr schön. Ja, aber ansonsten gibt es auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich weiß, es war jetzt wieder so ein anderer Vlog. Aber ich hoffe trotzdem, dass er euch gefallen hat. Wenn ja, freut mich das. Ich danke euch nämlich wieder für eure Aufmerksamkeit dieses Vlogs. Beim nächsten Mal keine Ahnung, wo es dann hingeht. Ich wünsche euch aber noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.